Ja, und ein weiteres Mal willkommen zu Torchlight 2. Der Andreas ist auch wieder mit dabei. Hi. Ja, und wir wollen jetzt hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wir sind wieder zurück in die Stadt, wie bis jetzt eigentlich immer, wenn wir mit dem Aufnehmen aufhören. Und ja, haben das mit der Rüstkammer der Kriegsbestien, das hat man ja erledigt, ne? Genau, mit Wiese, Steinbrenn und Gunbrenn oder so ähnlich. Nee, wie? So, zwei lustige Namen waren das. Ja. Ah ne, warte, Rüstungszeichner zum Zwingersphäre. Ja, den müssen wir noch weg abgeben, genau. Ach, das war doch Stimmt. der hier. Was habt ihr hier zu suchen? Mensch. So, ich lese mal vor, Herr. Ja. So, gute Arbeit. Kommandeurin Vel hat sich nichts dagegen, wenn ich euch für eure Dienste am Imperium belohne. Nehmt das hier. Mehr kann ich euch nicht geben, außer meiner Dankbarkeit natürlich. Das Vel irritiert mich irgendwie hier. Das ist bei dir bestimmt auch, oder? Ja. Na gut, was gibt's bei mir? Rohlederstiefel. Ich hab Schultern. Rohlederschultern, genau. Und Spalthufmantel. Ich hab Spalthufhaube. Was nehme ich denn? Muss ich echt mal überlegen. 25 Elektropanzer. Erhöhtes Zaubertempo brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich nehme die hier. Rüstung und Vitalität. Das ist doch was für mich. Brauche ich doch, kann ich doch noch nicht tragen. Ich habe Stiefel für 5, mit 124 Gesundheit. Aber ich kann sie auch noch nie tragen. Ja, ich habe jetzt hier die Schultern. Da fehlt mir entweder. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Ein bisschen Vitalität oder 3 Stufen, aber die Vitalität habe ich schneller erreicht, glaube ich. Na gut, ja, da würde ich sagen, ich habe noch so Genau. viel Kram im Inventar, den kann ich mal eben verticken. Das habe ich beim letzten Mal noch gemacht. Ich bin eigentlich Das ziemlich habe ich leer. nicht gemacht. Was ich übrigens total bescheuert finde, sowohl bei Torchlight als auch, habe ich jetzt auch probiert, Van Helsing, du kannst dein Pet oder bei Van Helsing die Lady Katharina in der Stadt nicht zum Verkaufen schicken. Um das sozusagen zu verkaufen, musst du entweder alles aus ihrem Inventar wieder in deins schaffen, oder warte mal, geht das vielleicht? Willkommen. Kann ich hier auf das Pad zugreifen? Ach doch, Begleiterinventar, gut, ich kann also auch direkt aus dem Begleiterinventar. Aber einfach hier so einen Schnellverkauf oder so, das geht eben nie. Oder Komisch. es geht am schnellsten, wenn du die Stadt verlässt und den Begleiter dort wegschickst. Na, dann verkauf mal. Ich stehe zu Ich bin schon Diensten. dabei. Oh, warte mal. Ich muss jetzt nur immer kurz gucken. Ich habe wieder vergessen, was ich hier habe. Was sind das? Schulter. Seltene Schulterrüstung. Ach nee, Fuck. Die könnte ich dir vielleicht geben. Das kann weg. Warum habe ich denn keinen Gürtel mehr an? Naja. So. Geh schon ein bisschen angeln. Ja, mach doch. Ich setze hier einfach mal ein paar Sachen in meine Rüstungen ein. Ey. So. Ja, jetzt bin ich soweit. Wo bist du denn? Na, ich Da angel, wie hinten. gesagt. Ach, hier. So. Dann will ich aber auch mal angeln hier. Toll. Ach so, ich muss ja auch in das Ding reinklicken, ich Idiot. Ich habe hier meine Nicht super. irgendwo Ich hin. habe da hier diese komische Angelrute, die 2 Schaden pro Sekunde bloß macht, also zum Angreifen eher nicht geeignet ist, aber dafür 15% erhöhtes Angerglück. Okay. Oh, ein Handel. Ja, ich wollte nur fragen, ob du das hier brauchen kannst. Ja. Ja, das sieht gut aus. Außer, dass ich ein bisschen stärker brauche oder noch eine Stufe. Aber ich denke, Du das habe wirst ich jetzt eins ziemlich von schnell. beiden bestimmt bekommen bald. Wie bitte? Du wirst eins von beiden bestimmt bekommen. Warte, ich muss jetzt nochmal angeln. Ich kann nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin. Ich habe eben die ganze Zeit neben dieses Symbol geklickt, weil ich dachte, ich muss irgendwo hinklicken, aber irgendwie. Ha! Gefangen! Ratterei! Gut, dass ihr es geschafft Komm, habt. einen muss ich noch kriegen. Wieder einen. Half dead fish. Ah ja, halbtoter Fisch. Lecker. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Okay, genau. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach Lass so, haben mal wir mittlerweile gucken. einen Wegpunkt? Ja. Der beschützt Ja, haben wir die den Tempelsteppe. Wächter. Ich würde sagen, wir teleportieren uns zur Tempelsteppe. Teleponieren? Eine Mischung aus Genau. Teleportieren und Telefonieren? Tempelsteppe, ja.
Tja, Ladebildschirm. Ist doch spannend. Hier. The Enclave. Da haben wir den Ort Torchlight. Der aber jetzt ja zerstört ist, wie wir wissen. So, zum Pfad der verehrten Toten. Haben wir das schon? Ich glaube ja. Oder? Stufe 3 bis 4, da waren wir aber auf jeden Fall schon. Kann sein, dass wir hier völlig falsch sind. Das nee, ja, wir müssen hoch. Wenn du auf die Karte gehst, hast du oben den Quest. Die Quest. Ja, das ist schon. Hier ist die Schädelsenke. Genau. Mensch, der greift ja richtig schnell an. Knochengalerie sind ja auch schon gewesen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wir waren noch nie hier drin, ne? Also ich kann mich nie erinnern, dass wir im Pfad der verehrten Toten waren. Auf jeden Fall. Darüber sind wir hier in dieses Gebiet gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Vor allem so, Stufe 3 bis 4. Ah, okay, stimmt. Du meinst, das ist das vorhergehende Level gewesen. Ja, genau, das Gebiet davor. Ja, kann sein. Das kann sein. Wo durch diese Klippen da gelaufen sind und so. Ja. So. Schauen wir mal weiter, was es hier gibt. Genau. Ich folge dir unauffällig. Hier haben wir noch ein paar. Sehr gut. Gibt es hier hinten noch was? Felsen. Noch mehr Felsen. Felsen, noch mehr Felsen. Kommt da was raus? Komisch. Ach, was Mensch. Ich wollte deinen Wolf schon wieder killen. Da fliegen Knochen raus. Lass meinen armen kleinen Werwolf in Ruhe. Prügel deinen Würfel hier auch nicht so brei. Na, mein Würfel, den kann man doch als deutlich erkennen. Das ist richtig. Das ist eindeutig ein Würfel, damit hast du recht. Na gut, also hier, zack. Jo, Urquelltempel betreten. Ja genau, wir sollen diesen Wächter gucken, ob es dem gut geht, ne? Ja. Hallo? Herr Wächter, geht's Ihnen gut? Jemand da? Oh, schon Gesellschaft. Mensch, wie schnell lädt denn dein Rechner, ey? Ich hab sehr viel Geld für diese Kiste ausgegeben. Ich hoffe, dass er schnell lädt. Sonst wäre ich auch sehr enttäuscht. Hier erstmal ein paar auf die Omme. So. Da ist ja noch einer. Irgendwie macht mein Bogen nicht viel Schaden. Was macht der? Dafür musst du nicht an die Front. Naja, macht 70 Schaden pro Sekunde immerhin. Ja, hm? Die Büchse, die haut eben so mehr rein, aber dafür macht die nicht so viel. Die ist halt nicht so schnell. Ein paar Urnen. Also ich tippe mal drauf, dass es diesem Wächter nicht so gut gehen wird. Der bestimmt die Seiten gewechselt. Ja, oder das. Der kriegt das halt auf die Kauleiste. Da liegt ein geheimnisvolles Schild bei mir. In Orange. Mhm. Soll ich es mal gucken? Noch nicht identifiziert. Machen wir mal gleich. Das ist total sinnlos, dass man einfach mit der rechten Maustaste draufklickt und dann ist es identifiziert. Dauert nicht mehr Zeit. Ja, du brauchst aber eine Schriftrolle dafür, ne? Brauche ich dies? Ich meine ja. Ah ja, Tatsache. Stimmt, ja, hab ich ja noch. Muss hier gerade nämlich mal austoben, weil ich gerade nicht meine Zornwut oder wie das heißt voll hatte.
So, was haben wir denn noch hier? Ich muss sagen, also Torchlight 2 gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon besser als Diablo 3. Eigentlich schade ist, weil ich habe mich so auf Diablo 3 damals gefreut. Ich war immer ein riesen Diablo-Fan. Ja. Kann zwar nicht bestreiten, Falle. Dass ich auch mit... Ja, habe ich gesehen. Kann zwar auch nicht bestreiten, dass ich auch mit Diablo Spaß hatte, aber das ist sehr, sehr schnell verflogen. Das hier fühlt sich mehr nach Diablo an als Diablo. Echt? Ja. Finde ich schon. Also, wie gesagt, diese nicht mehr vorhandene Charakterentwicklung eigentlich, du konntest ja jedes Zeit so die Fähigkeiten, die du umändern quasi. Immer das, was du gerade brauchtest. Und das hat irgendwie, dadurch war natürlich jeder Charakter gleich. Also jeder Krieger zum Beispiel war einfach gleich. In dem Fall Barbar. Bei der nächsten Aufnahmepause muss ich unbedingt mal den Sound leise machen. Ich kann dich kaum verstehen. Kannst du auch jetzt machen. Nee, das will ich nicht, weil dann die Tonspur leise wird plötzlich mittendrin. Ach so, ja, ja. Gut. Aber warte mal, ich hab gerade einen Stufenaufstieg gekriegt. Das bedeutet vor allen Dingen, dass ich jetzt diese Schulter kriegen kann, benutzen kann. Okay. Dann mach du doch mal da, ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Ja. Vielleicht finde ich ja noch zwei, drei Gegner, dann kriege ich vielleicht auch schon mein Level up. Mir fehlt noch ein Balken. Fechterstock. So, hier ist noch jede Menge, was wir nicht aufgedeckt haben. Falls ja irgendwas Interessantes sein sollte, sage ich dir Bescheid. Hier sind noch ein paar Gegner. Ein Schild willst du nie haben, oder? Nee, momentan nicht. Ich bin mehr so der viele Waffen, entweder zwei Waffen oder eine dicke Zweihandwaffe. Wow. Wow, hier ist aber jetzt hier. Jetzt ist aber. Eieieiei, hier geht's aber ab, du. Na, wenn ich hier nicht mein Level abkriege, dann weiß ich es auch nicht. So. Wenn ich jetzt hier nicht sterbe. Haha, schon passiert. Ach, guckst du. Kein Problem, ich bin schon wieder da. Das waren ein bisschen sehr viele. Aber irgendwie konnte ich warum konnte ich denn gerade meinen Heilzauber nicht benutzen? Kann es sein, dass man die Zauber, wenn man getroffen wird, nicht nutzen kann oder so? Ist möglich? Also, Stufenaufstieg. Ach so, wir müssen dicken. Oh, wer bist du denn? Ja, guten Tag. Wir müssen diese Rufer kaputt machen. Die rufen immer wieder neue Viecher. Müssen wir auch kaputt machen, weil du bist groß und hässlich. Da liegt er im Dreck. Sehr gut. Was kann man eigentlich mit diesem Ruhm anfangen? Andreas, bist du noch da? Mit den Runen? Oh, Geheimraum. Nicht Runen? Ruhm. Ruhm. Mit H. Ach so. Du kriegst einfach neue Skillpunkte, wenn du im Ruhm steigst. Ah, okay. Ach so, das ist auch für diese Verbesserung, die du da lernen kannst. Das war jetzt auf einmal doch ein bisschen hart. Der hat mich gerade fast gewone-hittet. Aua! Jetzt kriegst du so ins Gesicht, wa? Ich eile! Ich komme zu deiner Rettung! Ich kite mir einfach einen Wolf. Uah! Oh! Ui, der schießt! Ja, der schießt! Oh, ein Heal Potion, das ist gut. Hallo? Jetzt aber. Euer Ruhm.
ist gestiegen. Sehr schön. So. Gut. Ja, das. Glücklicherweise habe ich bloß noch einen Heiltrank. Ich habe noch 8. Soll ich dir welche abgeben? Nee, du brauchst sie mehr als ich. Ich habe aber 20 Mana-Tränke, falls du Mana-Tränke brauchst. Nur die brauche ich eigentlich auch nie. Na gut. Okay. Ah, da oben war doch dieser Geheimgang, ne? Da sollten wir vielleicht mal rübergehen. Ja. Oh ja, hier ist jede Menge Gold. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum, zum Abgang in die nächste Etage. Und dann machen wir mal, würde ich sagen, einen kleinen Break und, Das ist fein. Ich habe hier einen Verjüngungstrank, der stellt Mana und Gesundheit gleichzeitig wieder her. Ja, da habe ich, glaube ich, auch welche von getrunken, ja. Nicht getrunken, gefunden. Wo wollen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zu dem Abgang und dann machen wir mal einen kleinen Break, würde ich sagen. Hm? Ne, wir müssen in eine andere Richtung, oder? Wir wollen aber nach unten. Unten? Ah ne, da oben geht's raus. Ach genau, da unten ist der Pfeil. Ja, alles klar. Okay. Ach, guckst du, ich habe hier noch, ich habe jetzt sogar noch einen Stufenanstieg, also einen Skillpunkt übrig. Wo setze ich denn den am besten drauf? Genau, Stufenanstieg, da war ja was. Ich glaube, damit ich nicht so schnell umfalle, haue ich jetzt mal alles in Vitalität rein. Und dann würde ich sagen, dann hauen wir noch ein bisschen den Bluthunger rein, damit ich mehr heile, wenn ich zuhaue. Ja. Kann ich eigentlich jetzt diese Stiefel tragen? Die Schultern? Oh ja, kann ich. Oh, ich habe einen demolierenden Schreithammer. Zweihändig, 93 Schaden pro Sekunde. Ach, scheiße, ich kann den... das ist ja scheiße. Ich kann die Schultern nicht... Ich kann die zwar tragen, aber nicht, wenn ich meine aktuellen Schultern ablege. Weil ich dann 3 auf Vitalität verliere. Ja. Was habe ich denn sonst gefunden? Hier ist irgendwas bei? Nee. Nichts, was jetzt irgendwie wirklich besser wäre. Haben wir hier einen Helm. Ein paar Schuhe mit Mana. Brauchst du Schuhe, die Mana geben? Nee. Und Gesundheit? Ich habe eigentlich schon ganz gute Stiefel. Und für Notfälle, es fällt mir gerade ein, statt hier ständig Heiltränke auszugeben, wenn ich eh gerade neben Kampf bin, kann ich eigentlich auch die anderen Stiefel kurz anziehen, die Gesundheitswiederherstellung haben. Ich habe hier eine Rüstung mit 16 Körperpanzer, Eispanzer und plus 4 Mana. Rüstung. Ja, Brust. Wie viel Körperpanzer? 16. Ja, wird's nehmen. Okay, warte, gebe ich dir gleich. Ah, jetzt müsste ich auch die... Nein, ein Punkt fehlt mir noch, glaube ich, oder? Naja, so, warte. Einmal handeln. Und dann, ich meine, das ist zwar nicht schlecht, könnte ich eigentlich fast auch gebrauchen, aber meiner geht plus Stärke, die behalte ich erstmal. Das sieht gut aus. Hoppala. Hast du mir gerade irgendwas gegeben? Ja, ein Streithammer. Achso, Rüstung pro Teil von 4% über mittelfristige Chance unterbrechen. Meine erhöht Crit-Chance und gibt Gesundheit bei Treffer. Nee, dann halte ich den lieber. Okay, ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da runtergehen, machen wir mal ein kleines Päuschen hier, ne? Genau. Gut. Dann. Ja. Bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss.